Weiter geht's bei Life is Strange. Und wir gehen jetzt erstmal frühstücken nach unten. Das war eine sehr ereignisreiche Nacht. Rewind wollte ich eigentlich nicht machen. YouTube Rewind. Schauen wir mal. Gut, gucken wir uns das Flugblatt mal an. This might be the one time these people are right. Was? Das Ende ist nah. Ignorieren Sie immer noch seine Warnungen? Haben Sie den Schnee gefühlt? Waren Sie Zeuge der Sonnenfinsternis? Haben Sie die sterbenden Tiere gesehen? Die Zeichen sind überall. Arcadia Bay ist das finale Schlachtfeld für Pazuzu. Was? Was zur Hölle? Okay. Bin ich mal gespannt, wohin das Ganze führt. Ja, wir könnten jetzt eigentlich auch einfach abhauen. Also, wir könnten es, aber im Spiel können wir es nicht. Nächste. Okay, die Bilder haben wir schon gesehen. Ansehen. Looks like a message. Anhören oder entfernen? Nee, warte mal. Gucken uns erstmal ein paar andere Sachen an. Oh. Ansehen. Oh, look at the poor bird. He seems kind of freaked out. Ansehen. Wowzer. Chloe still eats the same cereal. So do I. I love that they still have the same refrigerator. Ich weiß nicht. Moment mal. Wir können ja zur Not zurückspulen, aber wenn wir den jetzt erschrecken. Wir müssen ihn. Ist das ein Stuhl? Wenn wir den erschrecken. Bird, be gone. Fly, you fool. Ansehen. Oh, look at the poor bird. He seems kind of freaked out. Okay, durchs. Da wäre er aus dem Fenster geflogen. Oh, look at the poor bird. He seems kind of freaked out. Okay, wieder dahin. Ansehen. Oha. Dead bird. Poor thing. Okay. Noch. Hä? Noch einer? I wonder how these birds died. Das frage ich mich gerade auch. Sitting in a swing always feels so comforting. I remember when Chloe and me would take turns in the swing. We would push each other so hard we'd fly way up in the air. Chloe always wanted to swing all the way around. I always got scared and would jump off before I flew off. And Chloe is still trying to get high. Alter, noch drei. Ich glaub's ja, warum sind denn die ganzen Vögel dead? Three dead birds lined up? That's fucking ominous.
Das ist sehr ominös. So, jetzt muss ich mir nur überlegen. Okay, die Schiebetür können wir nicht auflassen. Who drinks beer this early around here? Na, werden wohl. Oh man, I don't want to be famous for this. Die Schlagzeilen. Wenn ich ihn jetzt nochmal, also erschrecken. So, wenn ich jetzt das Fenster aufmache. I keep expecting to see the sky turn red. Wenn ich ihn jetzt erschrecke. Fliegt er nochmal eine Runde. Ich glaube, das mit dem Vogel muss ich auf jeden Fall vorher machen. So, jetzt muss ich nur gucken, was passiert. So. Und ich hoffe, dass wir jetzt ein Foto von dem machen können. Foto. Geil. Sehr schön. Einer. Warum die ganzen Vögel tot sind, das frage ich mich. Also, wir gucken mal, ob wir den Anrufbeantworter abhören können. Wir können entweder entfernen oder anhören. David, this is Officer Korn. Just want to let you know, your stepdaughter's car was identified near the Blackwell campus last night, around the time of the break-ins. What? Give me a call soon. Are you in trouble again, Chloe? Don't you sleep? Und zack. Jetzt entfernen wir es direkt. Message deleted. Goodbye, message. I think Chloe has earned a break from all this bullshit. Okay. Ansehen. Joyce looks so different in her street clothes. Na gut, sprechen wir es mal an. Good morning, Joyce. Rachel. I mean Max. Oh, you startled me. But you fit those clothes well. Thank God you're not a hellraiser like her or Chloe. Now tell me exactly what you want to chow on. Ich hatte schon letztens Eier und Bacon. Warum nicht mal Pancakes, oder? I'm dying for some of your famous pancakes. I thought you would have missed those. Ah, you ate more than William. And he loved them. I remember. We would race each other to grab them from the stack. So this time, you can help me with the ingredients. I need you to grab me the eggs and milk. Eggs and milk? No problem. Eier nehmen. The eggs always come first, as Joyce used to say. Milch nehmen. Now for the mother's milk. Zeitung, Schiebetür, sonst... Kommen wir mal noch ein paar Cornflakes rein. Nein, Spaß. I love that they still have the same refrigerator. Joyce looks so different in her street clothes. Okay, Zutaten. Thanks. After all these years and everything that's happened, it's great to see you and Chloe together again. She hasn't had a good friend since you or Rachel. Oh, those clothes remind me so much of her. Such a sweet girl. I'm just hoping she's living large in L.A. I'd love to think that too, Joyce, but
We are on the same page, Max. I keep hoping that Rachel will show up or even send a message to Chloe from Hollywood. Or wherever she is. War Rachel sauer auf Chloe? Geht es Rachel gut? Rachel in Schwierigkeiten. Reden wir mit ihr mal darüber? Sauer. Also, Rachel hatte, glaube ich, keinen Grund, sauer auf Chloe zu sein. Ob es Rachel gut geht, weiß sie nicht, also, ja. I hate to even think this, much less say it out loud, but I think Rachel is in serious trouble. I know. I watch those awful true crime shows, and it makes me ill if I think about Rachel ending up on one. So I don't think too much. I see why Chloe is so obsessed with finding her. Max Caulfield, are you actually jealous of Rachel? Nein. Also wir sind nicht eifersüchtig. Nee, eifersüchtig sind wir nicht. What? No way. I know I was selfish when I left. I'm glad Chloe found a better friend. No, just a different one. Last time I saw you and Chloe in your pirate outfits, I knew she would never find a better friend. And when you took the rap for that joint, you proved it. Thanks, but it seems like Chloe and me were pirates 1,000 years ago. And that makes me what, a century old? You're only 18, Max. Oh, youth. If only I could go back. It's not all that, Joyce. Voila, a breakfast fit for us queens. And a king. Go sit at the table. Und einen König. Okay, wir auch. Hä? Na gut, wir setzen uns mal hin. I guess nobody waters the plant here. Thank you so much, Joyce. I'm never leaving this table. Good, you can clean. Ganz putzen. I'm glad that's creamy and not crunchy. Oh man, I don't want to be famous for okay, this. Ja, okay, das kennen wir schon. Den ansehen. Now that's what I call pancakes. Lecker. Was sucht sie denn da? Hä? Okay, ich glaube, die geht da nicht weg. Gut. Dann. Hallo? Hallo? Ich will meine. Seeing you again. Ah, made me remember so much. I know these photos don't measure up to your work, Max. My favorite photographers probably take pictures similar to yours. You make David happy, Joyce. He wants us all to be happy, Max. He's just not great at showing it. I don't think I can rock this outfit like Rachel. You have your own cool style. I totally remember that day. I'm glad. William took this picture with his instant camera. Oh, it was the last picture he ever took. He had his car out right after this, and... I know, Joyce. I'm sorry. I didn't show you this to be morbid. In fact, I want you to have this. This was when my baby was so full of life and light. She was hopeful, positive. Everything she's not today. And this was the last time I ever saw Chloe truly happy. Did you guys have a bonding session about how fucked up I am? It's not always about you. Chloe, please. It's too early to start picking a fight. Eat instead. I'll keep the warden busy while you go peek in the garage.
Now stop whispering, or I'll know you're talking about me. Stop being so nosy, Mother. Jeez, I can't do anything around here without everybody getting up in my shit. Ach, jetzt no one can even joke so with you, Chloe. You fly off the handle like that. Excuse me, I have to use the bathroom. Sure, run off and pee when you should back me up. Now who's being paranoid? Oh, just listen to yourself. Nobody else does. I do need to get into David's computer. He's gotta be hiding shit. Ganz kurz mal nochmal um. So. Guck jetzt gerade nur, ob irgendwo anders noch Sachen sind. Aber okay, anscheinend wirklich der Computer das. I bet David has all of his surveillance secrets in his laptop. No shit, it needs a password. How about step douche? Try again. I need more clues. Wo packt man sein Passwort hin? I could try the license number for the password. Lizenznummer? Okay. Das ging ja schnell. Maybe this ID number might work. Okay, eine weitere Möglichkeit. Chloe can't get another gun now. Unless she steals it back from Frank. Vorhängeschloss. Ausschalten. Naturally, David would buy a heavy-duty military padlock. I can even see the combination. That might be a useful password. 7171. Nothing in it. Schrank? Nothing to see here. Okay. Dann gucken wir hier noch. Maybe I could try stepdad for the password. Chloe, I'm so happy you were born today. Thanks for bringing me into the family. Was? Danke, dass ich mich zu deiner Familie zählen darf. Von Herzen dein Stiefvater. Also. Er wirkt nicht so, als ob. Ja, Chloe was Böses will. David has been dragging his head around since 2001. Krass. Sonnenblende. Joyce might as well have wrote "Let's get married." Es war eine Ehre, sie im Diner zu haben. Es ist schön zu wissen, dass es noch Gentlemen gibt. Ich hoffe, bald wieder mit ihnen reden zu können. Nebenbei, mein Name ist Joyce, falls sie es vergessen haben sollten. It might be a useful password. Now the car looks ready to roll. This is a better hobby for David than surveillance. Even David Madsen might be an angel to somebody else. To my field angel, keep your wings up. An meinen Engel im Kampf, halt die Flügel steif. That's cute. Could be a password here. Auf einen wahren Helden. 607. Aufklärungseinheit. Alter, wie viel? Latte. Cute. Can't picture David driving Joyce around with this on the car. Hupt, frisch verheiratet.
Obviously, David's parents care about him. That date might be a good password. Krass. Gucken wir uns kurz. Ah, die haben die untersucht. Wir gucken mal die Tür. I still need to find the password to David's computer. Okay. Oh, suchen. Looks like David has read this a lot. What did he learn? Nach Hause zurückkehren, ein Leitfaden für Veteranen. Okay, wir haben, ich glaube, alles abgesucht. Alles. Probieren wir es mal aus. I bet David has all of his surveillance secrets in his laptop. Familie. Achtung. Score! Max the Hacker strikes again. Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with First Frank. Try, Alter. But what? Why does David care? What? First try, ey. Krass. Profil von Rachel Amber. Rachel schwänzt die ganze Woche den Unterricht. Frank und Rachel treffen sich erneut. Rachel meidet das Wohnheim. Folgte Rachel zum Leuchtturm. Bericht der Arcadia Bay Polizei. Fall Nummer 1. Bericht Anderson Barry. Schilderung des Vorfalls. Rachel Amber, 18, wurde um 14.35 Uhr an der Blackwell Academy wegen des Besitzes von Rauschgifts aufgegriffen. Dies wurde von Sicherheitschef David Madsen gemeldet, der sie bei dem Versuch beobachtete, einen verdächtigen Medikamentenkoffer zu verstecken oder zu sichern. Der Beamte wurde gerufen, Mrs. Amber zu befragen, die mit Drohung und Verleugnen reagierte. In ihrem Koffer wurden mehrere illegale Substanzen gefunden. Siehe Anhang für die detaillierte Übersicht. Instead of stalking Kate, David could have helped her. Kate M. geht den gleichen Weg zu jedem Unterricht. Hörte Kate und Dana über Besorgung für die Vortex-Party reden. Drogen? Kate mit ihrer Kirchengruppe beobachtet. Sie kennt die Bibel gut. Kate braucht länger im Bad als alle anderen. Drogen? Sah Kate Jefferson nach dem Unterricht helfen. Traue niemals Erwachsenen mit Spitzbart. Kate hält sich seit der Vortex-Party von anderen fern. Selbst von der Kirche. Drogen? Versuchte mit Kate über die Party zu reden. Sie war verärgert und floh. Schuldig. Genau. Genau. This is so wrong. Oh, creepy bastard. Profil von Max Caulfield. Pseudonyme im Internet Max. Mad Max, Max Factor, neue Angel. Max in Schülerin. Ist schon in Oktober, zweite Woche, Stundenplan. Okay. I better tell Chloe about this now. It's just one more thing to make her sad. And Matt. Let's browse this bad boy and get some answers. Whoa, spoiler alert. Rachel definitely hooked up with Frank. But why does David care? Lass mal gucken. Taylor. Was? Hey Max, wollte nur Dank sagen, dass du dich für mich und meine Mutter interessierst. Wir alle haben gesehen, wie sehr du dich für Kate eingesetzt hast, als es sonst niemand tat. Danke, Taylor. Ich weiß, du hast ein gutes Herz. Wenn du zur Party kommst, würde ich dich gern aufstylen, wenn du willst. Wenn ich gehen sollte, wäre eine Überarbeitung aller Taylor klasse. Bis bald. Fehlt ein Foto. Das ist aber... Oh, warte.
Nee. Geh nochmal kurz rein. Nein! Ich kann nicht nochmal zurück. Ich weiß nicht, ob ich da drin ein Foto vergessen habe. Das wäre natürlich jetzt echt Mist. Weil ich irgendwas mit einer Amerika-Flagge, glaube ich, fotografieren muss. Blöd. Chloe sprechen. Joyce sprechen. Oh, I should know that Chloe can't get through an hour without creating drama. Nice breakfast. David, you're back already? I have to take a nap after writing up vandalism reports last night. What happened? Some little shit-ass punks broke into the swimming pool. This is what happens at these PC bullshit colleges. Entitled students taking over the campus. Do you know for sure it was Blackwell students? Who else would do it? And I'm gonna bust them. Figures you'd be here. Is that your Rachel Amber Halloween costume? You know more about her than me. No. You and Chloe think you know more than anybody. Like all teenagers. Leave Max alone, David. Stop threatening students. He threatens them with surveillance cameras, so he can spy on everybody. Like he spies on all of us here. Don't start, Chloe. Not now. Yeah, I'm just always starting shit, right? You're a total paranoid, David. Not now, Chloe. You used to call me a loser for getting kicked out of Blackwell. So who's the loser now, David? Who haven't you accused or harassed? Between your investigations into Rachel and Kate, what have you done besides get in trouble? Alter. Ich weiß es nicht. Also, auf der einen Seite hat man das Gefühl, der David, der ist schon irgendwo ein bisschen paranoid, übervorsichtig. Er versucht mit Überwachungskameras Beweise zu finden. Er hat Rachel hinterher spioniert, die mit Drogen zu tun hatte. Vielleicht wurden die ihr untergejubelt. Er hat bei Kate sie im Endeffekt für schuldig befunden, weil sie mit Drogen anscheinend zu tun hatte. Und jetzt ist er quasi hinter uns her, hinter Max. Ja, komm, ich ergreife mal für Chloe Partei. You're a bully, David. I saw you harass Kate Marsh when she was going through hell. You could have totally helped her. Everybody at Blackwell is a suspect to you, except for Nathan Prescott. That's why the students and faculty don't like you. You even threatened me. I do respect your service, but you don't respect anybody. You were smoking pot in Chloe's room. That's illegal. So is spying on people in your family and at your work. Why do you have photos of Kate Marsh and Rachel Amber in your files anyway? What? Is this true, Max? Yes, David. Why do you have these files at all? I find this very disturbing. I do not have to take this kind of interrogation. Nicht von euch, not from you punks. Maybe you should calm down. Oh, you're turning on me now, huh? Of course, women always stick together. Well, screw you. David, you better go to a hotel until we figure this out. You can't
kick me out of my own home. It's my home, David. Paid for and in my name. You know the law, right? Oh, I thought I knew a lot of things. Like when I'm out flanked. Have a nice day. Chloe, for once, just please shut up. I hope Joyce doesn't hate me for tearing into David. I don't want to see or hear you again, Max. You've hurt me and my family enough. Ich will mal den anderen Weg sehen. Beziehungsweise, ich spule zurück und wir sehen in der nächsten Folge den anderen Weg. Und dann entscheide ich mich, bei welchem Weg ich es belasse. Denn, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wohin das Finn führt. Gucken wir uns einfach mal in der nächsten Folge an. Bis zum nächsten Mal.